Hallo, ich bin wieder da. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Hallo, da bin ich wieder. Alter, ich habe das Gefühl, heute schreit mich alles an. Warum ist es alles so laut? Ach ja, wir waren ja in Kuwait. So, jetzt wird es wieder schwierig, sich an diese Steuerung zu gewöhnen. Wir wollten jetzt erst den Tempel machen, Dingsbums. Muss ich dafür hier raus? Wo muss ich dafür hin? Das war Pause. Das ist das. Das ist die Karte. Ich habe keine Ahnung. Aber mein Ding sagt mir irgendwo... in der Richtung. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich aus Al-Kuwait rauskomme, Oliver. Habe ich dich aus Versehen angesprochen? Ich wollte von dem Baum weg. Haha, und es scheint dir zu gefallen. Esther, der Zweck dieser Reise ist es, die Prüfungen abzulegen. Da hast du recht, Mann. Das ist jedoch keine verflixte Vergnügungsreise. Na los, Beeilung. Schon gut, schon gut. Du gehst voraus. Das höre ich gern. Na dann los. Warte mal. Der Sand sich da drüben gerade bewegt. Oh ja, Mann, das ist ein Monster, oder? Alles klar, Olli, weil du jetzt gemeinsam mit Esther kämpfen wirst, sollte ich dir besser ein paar neue Kniffe beibringen, was? Seid ihr zwei bereit? Ja. Sind das denn für niedliche Aussetzlinge? Jetzt können du und Esther zusammenkämpfen. Doppelt gemoppelt schick. Wo ihr nun zwei seid, kannst du bei Kampfbeginn mit L1 oder R1 festlegen, wer das Sagen hat. Mhm. Probier es einfach mal aus. Ja, mach schon. Wähl Esther aus. Okay. Jetzt hat Esther das Kommando, siehst du? Sie ist jetzt das, was wir Anführer nennen. Das wird sie nie. Der Anführer kann alle rumkommandieren. Siehst du den Taktikbefehl da unten? Ja, sehe ich. Dann kannst du deinen Kumpels sagen, was sie zu tun haben. Aha, aha. Um den Kampf der Anführer zu wechseln, drückst du L1 und gleich darauf nach oben oder nach unten. Dann mal los. Was steht denn da? Eigenständig, anderes Ziel angreifen. Voller Einsatz, Unterstützung, heilen, keine Tricks, nichts tun. Okay. Schwächsten Gegner zuerst angreifen, Ziel des Anführers angreifen, anderes Ziel finde ich okay. Na gut.
Eigentlich finde ich einen dicken Vogel cool. Ich hätte eigentlich gerne nur den dicken Vogel mitgenommen und sie zu Hause gelassen. Gut gemacht, Oliver. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Genau wie dein Geschick im Umgang mit deinem Vertrauten, Tochter. Ich tue mein Bestes. Weißt du, Oliver, ich würde zu gern mal mit deinem Vertrauten kämpfen. Hä? Geht das denn? Natürlich, dazu musst du lediglich deine Vertrauten wechseln. Aber ich... Nee, Pompom will ich behalten. Du kannst höchstens die Fee haben. Und ich nehme den dicken Vogel. Wähle einfach Freunde und Vertraute im Hauptmenü aus. Gib mir das... Glaub mir, das ist wirklich ganz einfach. Wähle einen Vertrauten aus, drücke Viereck, Quadrat, fest. Verdammt, du hast recht. Mach das einfach und wir können Vertraute austauschen. Wow, das ist echt super. Ich wusste nicht, dass das geht. Ja, wenn du willst, kannst du auch die Kontrolle über meinen Broiler übernehmen, Oliver. Jeder kann nämlich mit einer bestimmten Art von Vertrauten besonders gut umgehen. Wenn du die richtigen Vertrauten einsetzt, kämpfen diese auch viel besser. Mit welcher Art von Vertrauten du besonders gut auskommst, findest du heraus, wenn du im Hauptmenü Freunde und Vertraute auswählst. Gut genug geplappert. So rum. Da ist irgendwo ein Komma gewesen. Ihr beiden. Wir müssen zu diesem Tempel der Prüfung. Alles klar. In der Tat. Er liegt nordöstlich vom Schimmersand. Ich schlage vor, wir brechen sofort auf. Okay. Ach ja, da war ein Gegner. Den wollte ich eigentlich ausweichen. Er hat mich vollkommen rausgebracht. Wenn wir einfach Pompom haben. Den gebe ich nicht. Ja, in dem Online-Spiel habe ich auch jetzt einen Pompom. Und ich mag den. Ich bin sehr glücklich damit. Hat sie den Vertrauten gekillt? Mann, wenn man nicht aufpasst. Aber ihr Level ist noch viel zu niedrig. Nee, sie sind Stufe 10. Das geht eigentlich. So. Was bist du denn? Oh. Oh nein, Pompom ist eingeschlafen. Ich kann nichts anderes auswählen. Warum nicht? Ah, jetzt. Ich konnte nicht mehr wechseln. Bist du mit eingeschlafen, Oliver? Es hat irgendwie einen schlechten Start. Ich sollte ein bisschen auf sie aufpassen, vielleicht. Sollte nicht gemein sein. Ich sollte mich ein bisschen um sie kümmern. Möchte nicht. Wie geht's dir denn? Dir geht es nicht gut. Hier, nimm das mal und das mal. Du kannst das da haben. Du kannst auch ein bisschen den Tee haben. Nimm dir auch ein bisschen so. Ich sollte schon darauf achten, wo ich hinlaufe. Ein Lumpenschirm. Wie süß ist das denn? Vielleicht sollten wir am Anfang erstmal dasselbe Ziel angreifen. Dann gerät sie nicht so in Gefahr. Könnte man drüber nachdenken. Ist da irgendwo so cool?
Ah, ich sehe was. Was ist das da oben für eine Radkappe? Ah, okay, das ist dieses Sonnendingsbums. Der Tempel der Prüfungen befindet sich am anderen Ende dieser Schlucht. Vielleicht wäre das ja ein guter Ort, um zu rasten. Wieso? Wir können ihn doch schon sehen. Und da oben glitzert was und ich brauche ein Taschentuch. Warum habe ich meine Jacke ausgezogen? So. Mann, bin ich froh, dass du den Vorschlag gemacht hast. Ich bin eine Waldfee. Ich will immer Elfe sagen. Mein Feenanzug ist nicht mal sanddicht. Wir machen schon Pause, aber ich könnte noch meilenweit gehen. Wirklich? Bist du gar nicht müde? Es ist doch so heiß hier. Im Tempel der Prüfungen erwarten dich weitaus schlimmere Dinge, Oliver. Mann, oh Mann. Die Prüfungen sind also ziemlich schwer, oder? Das sind sie. Deshalb braucht ihr etwas Ruhe. Ich werde Wache halten. Ihr werdet schlafen. Und bleibt nahe am Feuer. Nachts wird es sehr kalt in der Wüste. In Ordnung, Herr Rashid. オリバー、え、何？オリバーはさ、なんで旅をしてるの？ジャボーを倒すなんて普通の子は考えないよ。そうだね。母さんを助けたいんだ。お母さん、うん、僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫が その原因はこっちの世界にあるって。じゃあ、お母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。え？誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない？私だってオリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。 ごめん、なんかそっちは大変なのにね。ううん、いいんだ。でもジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って自分に歯向かうものを抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は 絶対に倒すでしょ。あ、うん。でも不思議、全然強そうじゃないのに、私オリバーならできそうな気がする。なんでかな。マル、さあ、そろそろ休もうか。休もうか。Aber er muss. Guten Morgen, Oliver. Hast du gut geschlafen? Nicht so richtig. Ich schätze, ich bin etwas aufgeregt wegen dieser Prüfungen. Oh weh, dann hoffe ich, dass du nicht mittendrin einschläfst. Ich muss aber zugeben, dass ich auch nicht sehr gut geschlafen habe. Ich musste immerzu an dieses Mädchen denken, mein anderes Ich. Es ist so seltsam, sie ist gar nicht wie ich, aber es fühlt sich nicht so an, als wäre sie eine andere Person. Tja, so ist das nun mal mit Seelenverwandten, nicht? Anders, aber trotzdem gleich. Das ist tiefsinnig. Aber egal, machen wir nur die Prüfung oder nicht? Oliver, Esther, der Tempel der Prüfungen befindet sich nördlich von hier. Prüfungen, die euch bevorstehen, werden unerbitterlich sein. Aber ich habe Vertrauen in euch. Vielen Dank. Da bist du der Einzige. Gehen wir, Oliver. Ich will dir beweisen, wie tapfer ich bin. Genau wie Myrtle. Ach ja, genau. Myrtle. Na, wir haben die Geschichte freigeschaltet. Mein anderes Ich. Wie schön. Irgendwann mal gucken wir uns das auch mal an. Guck mal, der Tempel ist gar nicht so groß. Na gut. Genau, Shelly.
Endlich, da ist der Tempel. Die Prüfungen warten. Holla, es ist ja mal ein beeindruckender Schuppen, was? Umgeben von mächtigen Mysterien. Hast du etwas Schlichteres von der heiligen Oase erwartet, in der die mächtigen Weisen ausgebildet werden? Wurden Sie hier ausgebildet, Herr Rashid? Natürlich. Jeder, der sich Weiser nennen will, muss die Prüfungen meistern. Also muss auch Alice die Prüfungen abgelegt haben? Oliver. Ein Kandidat, der ein Weiser werden will, muss ein reines Herz und umfassendes Wissen besitzen und sowohl Zauber als auch Vertraute beherrschen. Im Tempel werden all diese Eigenschaften geprüft und vertieft. Und wenn wir die Prüfungen nicht bestehen, werden wir Shada niemals besiegen können, oder? Exakt. Doch selbst die Gaben, die du durch das Bestehen der Prüfungen erhältst, werden nicht ausreichen. Du musst viel stärker werden, um den dunklen Djinn zu besiegen. Okay, dann sollten wir uns jetzt erstmal nur auf die Prüfungen konzentrieren, oder? Du bist bereit. Es ist an der Zeit, das Siegel zu brechen. Ich habe keine bequeme Position gerade. Prüfungen machen mich immer so aufgeregt. Aber eigentlich, wir sind gut vorbereitet. Wir haben ja schon das Gabelstaplerrennen gewonnen. Jenseits dieser Tür wartet der überragende Weise. Du musst die Tür selbst öffnen. Jawohl. Dass er mir das alles sagen muss. Ich habe vergessen, dass das Spiel einem alles vorkaut. Er sieht sehr überragend aus. Ein bisschen wie eine Vase. Eine überragende Vase. あの、仙人様、私たち試練を受けに来ました。あ、ほら、仙人様じゃないですよ。え?若者、仙人はわしじゃ。ああ。そっちは弟子の上司じゃ。うん。ああ。そっちは弟子の上司じゃ。うん。Seitlich. Das ist gut. Wie? Verflixt. Wir haben den Falschen. Wo sich die Weisen beweisen. Ich glaube es nicht. Der überragende Weise ist ja bloß ein süßer kleiner Junge. Süß? Ugh. Oh, es tut mir leid, euer Ehren. Ist mir egal. Ich bin süß und schlau und gut aussehend. Ich bin nur so bescheiden, dass ich es nicht mag, wenn die Leute darüber reden. Ah, verstehe. Wie seid ihr überhaupt hier reingekommen? Niemand darf ohne meine Erlaubnis das Eingangstor öffnen. Es ist lange her, euer Ehren. Bist du das, Rashid? Verflixt noch eins. Wann bist du denn so alt geworden? Du bist ja ein Fossil. Und wie ich sehe, habt ihr euch kein bisschen verändert, Meister Salomon. Kanntet ihr meinen Vater, als er jung war? Wie komisch. Wie? Vater? Du bist also... Ja, euer Ehren. Ich spreche im Namen meiner Tochter Esther. Bitte vergebt ihre Ungezogenheit. Ha, das schert mich nicht. Was mich schert ist, dass du eine Tochter hast. Wie ist das denn passiert? Du warst doch immer so schüchtern und linkisch. Na gut, Glückwunsch. Aber was machst du eigentlich hier? Was willst du? Nicht wo willst du? Diese Kinder, Meister Salomon, Oliver und Esther. Ich möchte euch darum bitten, sie die Prüfungen ablegen zu lassen. Wirklich? Wenn du sie empfiehlst, musst du davon überzeugt sein, dass sie ziemlich gut sind. Oder du bist auf deine alten Tage senil geworden.
Ich sehe in beiden großes Potenzial, aber ihnen fehlt es an Macht. Anfänger, was? Und ihr wollt stärker werden? Warum? Wozu? Ich muss Shada besiegen. Was? Du? Shada besiegen? Dir ist klar, was du da gesagt hast, oder? Ja, euer Ehren. Und ich werde ihm helfen. Oliver hat mir geholfen und ich werde mich bei ihm revanchieren. Schön. Aber die Prüfungen sind schwer, richtig schwer. Ich muss es wissen, denn ich habe sie selbst entworfen. Und ich bin so ein Genie. Und so toll. Wir sind bereit, euer Ehren. Ha! Ihr könntet es tatsächlich sein. Na gut, ihr dürft die Prüfungen ablegen. Danke, Meister Salomon. Wir werden alle Prüfungen bestehen. Sie werden schon sehen. Vielen Dank, euer Ehren. Dann werde ich mich verabschieden. Du gehst schon. Langweilig. Du solltest hier bleiben. Was ist los? Hast du Angst, Zeuge ihres Scheiterns zu werden? Er hat völlig recht, Mann. Nach allem, was wir für dich getan haben, ist es ja wohl das Mindeste, dass du hier bleibst und die beiden bei den Prüfungen unterstützt. Ich kann nicht. Ich habe Verpflichtungen. Ich werde nicht ewig ein Barbarenverkäufer bleiben. Ich muss mich darauf vorbereiten, wieder den Pfad des Weisen zu beschreiten. Das ist nicht der wahre Grund, oder, Vater? Wieso willst du unbedingt nach Hause? Verstehst du denn nicht? Er will, dass wir die Prüfungen ohne seine Hilfe bestehen. Wir müssen beweisen, dass wir es alleine schaffen können. Du hast recht. Gut, Oliver, geben wir unser Bestes. Viel Glück mit den Vorbereitungen, Vater. Verkauf nicht alle Barbaren, in Ordnung? Natürlich nicht, mein Kind. Wenn du die Prüfung bestanden hast, kannst du so viele Barbaren haben, wie du willst. Viel Glück. Viel Erfolg auch. Ist mir egal. Ich geh jetzt. Na los. Das ganze Gequatsch ist langweilig. Fangen wir mit den Prüfungen an, okay? Frag den doofen alten Umbopa, was ihr tun müsst. Das ist ein guter Grund, ja. So, ich habe hier ein Speicherding gesehen. Speicherding ist gut. Umbopa wird euch die Prüfungen erklären. Ihr werdet zuhören. Es gibt drei Prüfungen. Die erste ist die Prüfung des Scharfsinns. Die zweite ist die Prüfung der Freundschaft. Besteht diese Prüfungen und es erwartet euch eine dritte. Die Prüfung der Stärke. Sie ist die letzte. Doch zuerst müsst ihr die ersten zwei Prüfungen bestehen. Die ersten zwei Prüfungen befinden sich in den Räumen links und rechts von hier. Um mehr über die Prüfungen zu erfahren, fragt die Aufpasser in den Prüfungsräumen. Viel Glück bei den Prüfungen. Und wow, ihr habt es echt geschafft, sehr oft Prüfung einzubringen. Wir gehen erstmal hier lang, würde ich sagen. Das war naheliegend. Okay, die Prüfung der Freundschaft. Seid gegrüßt. Dies ist die Prüfung der Freundschaft. Der Weg wird sich nur jenen öffnen, die einander vertrauen und gemeinsam vorwärts schreiten. Stellt euch auf die glühenden Schalter, um zu beginnen. Okay. Oh nein. Okay. Ich verstehe. Wir müssen rennen. Ich. Links und rechts zeitgleich. Kommen die Knöpfe auch wieder? Hallo? Kann ich den Knopf nochmal haben? Nein, ich will nicht abbrechen.
dauert nur so lange, bis die Steine alle runtergefallen sind. Okay. Puh. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen. Das scheint sehr weit zu sein. Hallo? Ich hätte gerne die Knöpfchen. Muss ich abbrechen und wieder neu rein? Dann breche ich ab und komme wieder neu rein. Ich habe nämlich keine Lust zu warten. Ja. Wir machen es gleich nochmal. Diesmal versuche ich auch loszulaufen. Ich muss mich nur daran gewöhnen, dass ich das auf beiden Seiten machen muss. Oh, shit. Okay. Das ist absolut nicht einfach. Nein! Verdammt! Kurz vom Ziel. Ja, Brothers, da ist das auch so. Und da bin ich absolut schlecht drin. Boah. Ich meine, man hat eine gewisse Zeit. Boah. Er ist da! Boah. Wir kriegen das hin. Das ist die Prüfung der Freundschaft, aber ich kann dir garantieren, danach sind wir keine Freunde mehr. Ich muss es ein bisschen weniger Zeit gleich machen. Kritische Ecke, kritische Ecke, kritische Ecke, kritische Ecke, kritische Ecke, kritische Ecke. Wir sind noch nicht am Ende. Okay. Ernsthaft? Oh Mann. Das ist der nächste Knopf, das ist der nächste Knopf. Oh, das macht mich mega nervös. Nein! Oh Gott. Muss ich nicht, muss nicht wieder ganz von vorne anfangen, oder? Oh, schon wieder. Hast du jetzt Gabelstaplerin oft genug gesagt? So muss das sein. Nicht wieder in der letzten Ecke, Oliver. Aber wir sind immer noch nicht durch. Ernsthaft. Wie viel Freundschaft kann man denn gebrauchen hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nach unten, nach oben, nach unten, nach oben. Oliver ist runtergefallen. Ja, getippt. Da hast du recht. Thank you.
Nein! Oh, zu weit gelaufen. Jetzt wechseln die auch noch die Seiten, damit kann ich gar nicht umgehen, ey. Sie hatten schon recht, dass sie gesagt haben, die Prüfungen sind schwer. Nein, nein, nein! Oh Gott! Oh Gott! Tut mir leid, ich kann überhaupt nicht damit umgehen. Wenn sie jetzt noch die Seiten wechseln, dann fehlt mir jeglicher Anhaltspunkt. Das ist zu schwer für meinen Kopf. Und dann fallen die auch noch so schnell runter. Ich habe keine Zeit, mich daran zu gewöhnen. So. So. Oliver. Esther. Oliver. Esther. Oliver. Und rennt. Oh Gott. War's das? Ach, das war anstrengend. Hab jetzt alles weggeschwitzt. Ausgezeichnet! Ihr habt die Kraft des Bandes zwischen euch unter Beweis gestellt und die Prüfung der Freundschaft bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Freundschaftszeugnis. Ihr haltet im Angesicht der Entbehrung, die euch erwarten, stets zusammen und stellt das Vertrauen ineinander über alle andere. Das werden wir. Vielen Dank. Die sind jetzt nicht nur Freunde, die sind jetzt vermählt miteinander. Ihr müsst heiraten. Ich speichere. Das mache ich nicht nochmal. Könnte vergessen. So, mal sehen, was uns da jetzt erwartet. Prüfung des Scharfsinns. Muss ich jetzt rechnen? Wenn ich rechnen muss, dann habe ich verkackt. Seid gegrüßt. Dies ist die Prüfung des Scharfsinns. Die Lösung dieser Rätsel liegt in den Kräften der Wahrnehmung und der Reflexion. Zeigt mir die Weisheit, auf die eure Art so stolz ist. Weisheit, auf die eure Art so stolz ist, Kind der Menschen. Keine Ahnung. Statue wählen. Ach so. Ich bin mal ganz einfach. Das war, glaube ich, nicht richtig. Aber was muss ich denn dann machen? Oder in welche Reihenfolge muss man sie dann packen? Oder war es doch richtig? Muss ich hier abbrechen? Gibst du mir einen Hinweis? Ja. Ein Hinweis anhören. Breche erst. Nee, erst hören wir uns einen Hinweis an. Der Drache sieht das Schwert des Kriegers, der dem Vogel sein Schild hinhält. Die Bestie währenddessen blickt zu ihrer Rechten und sieht ins leere Feld. Der Drache sieht das Schwert des Kriegers, also muss der Drache an die Seite von Pompom. Ah, okay, dann ging es deswegen nicht. Der Vogel sein Schild hinhält. Also der Vogel
Pompom kommt zwischen den Drachen und den Vogel. Und die Bestie sieht ein leeres Feld. Also, du meinst nach links. Dahin. Und Pompom muss da hierhin, denke ich. Nein, der Drache ist dahin. Und der Vogel dahin. Hey. Das dahin und das dahin. Haben wir gut gemacht. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Okay. Lässt du den mal kurz da stehen? Ich will mal gucken, was das muss, glaube ich, hier hin. Das haben wir dahin. Oder auch nicht. Perspektive macht es schon irgendwie schwierig. Das gehört dahin, das sieht gut aus. Ich würde gerne das dann noch machen. Das gehört dahin. Das dahin. Hey! Ich glaube, das kann ich ein bisschen besser als das andere. Hier kann man wenigstens nicht überall runterfallen. So. Vielleicht sollte man sich da auch erst einen Hinweis anhören. Keine Ahnung. Was mir die Symbole sagen. Der Vogel ist an Drachen und Mond geknüpft, auf einem Stern er sitzt. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern aneinander, doch ihr eigener Platz ist ungewiss. Der Vogel ist an Drachen und Mond geknüpft. Auf einem Stern er sitzt. Also der Vogel kommt definitiv auf einen Stern. Oder so. Drache und Mond. Der Drache kommt dann auf einen Mond. Die Bestie bindet Krieger, Mond und Stern. Was? Oh, jetzt hab ich's. Der Vogel muss auf einen Stern und die Linien müssen ihn mit dem Mond und dem Drachen dort verbinden, oder? Danke, Tröpfchen. Als wenn ich nicht selbst auf die Idee gekommen wäre. Habe ich nur schon wieder alles vergessen, weil ich mich über dich aufrege. Also, der Vogel sitzt auf einem Stern. Wir haben hier einen Stern, wir haben da einen Stern und wir haben da einen Stern. Aber da sind nur Sonnen. Also hier ist ein Stern mit einem Mond und da ist ein Stern mit einem Mond.
Der Drache sitzt auf. Also der Drache muss. Ist verbunden mit dem Mond. Und das Beste, der Krieger verbindet. Alle miteinander. Wäre schön, wenn er irgendwas machen würde. Du meinst eine Ecke wie hier? Also wenn du so meinst, passiert da gar nicht so viel. Hey, hey, ganz ruhig. Steuerung macht mich wahnsinnig. So, ich meine, da wäre auch noch ein Stück. Also der Vogel muss auf einen Stern. Aber da passiert nichts und da passiert auch nichts. Wäre schön, wenn er wenigstens irgendwas anzeigen würde. So von wegen, hey, das ist hier richtig. Gut, dass ich dich habe. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ausgezeichnet. Ihr habt eure Weisheit bewiesen und die Prüfung des Scharfsinns bestanden. Ich überreiche euch hiermit den Nachweis eures Erfolgs. Scharfsinnszeugnis. Haltet eure Augen und Ohren stets offen. Das Wissen, das ihr erlangt, wird euch gute Dienste leisten. Mit roher Gewalt kommt man nicht immer weiter. Oft ist das Wort mächtiger als die Tat. Ich verstehe. Vielen Dank. Nein, Oliver, du verstehst nicht. Du bist die einzige Person, die nichts versteht. Ihr habt die ersten beiden Tests bestanden. Nicht schlecht. Wir wissen jetzt, dass ihr gute Freunde seid. Und keinen Stroh im Kopf habt. Und wir wissen auch, dass meine Motivationskünste Wunder wirken. Schick. Hey, du hattest nichts damit zu tun. Jedenfalls, Oliver, es ist Zeit. Die letzte Prüfung. Worum geht es, Meister Salomon? Ha, das weiß doch jeder. Es ist die Prüfung der Stärke, Hohlkopf. In dieser Prüfung müsst ihr eure Kampffertigkeiten unter Beweis stellen. Ihr könnt euch denken, was das heißt, oder? Wir müssen gegen jemanden kämpfen, was? Oh, ein ganz schlauer.
Aber nicht gegen irgendjemanden. Ihr Dummerchen. Ihr werdet eins auf die Mütze bekommen. Also ihr, genau ihr. Oh, aber ich will nicht, dass er hier alles kaputt schlägt. Deswegen habe ich einen speziellen Austragungsort vorbereitet. Aber egal, ihr braucht sicher erstmal eine Pause, weil ihr so klein und schwach seid. Ihr findet mich hier, wenn ihr bereit seid. Ja, euer Ehren. Nett. Aber ich bin ganz froh, dass ich die Freundschaftsprüfung erst gemacht habe. Die wäre mir jetzt viel zu anstrengend. Danach hätte ich mich wirklich erholen müssen. So, aber wir starten durch. Wir haben gespeichert. Wir sind voll aufgeladen. Wir sind super stark. Die Zeit für die Prüfung der Stärke ist gekommen. Seid ihr Schwächlinge bereit? Ja. Das will ich hören. Viel Glück da drin. Ihr werdet es brauchen. Und wo findet die letzte Prüfung statt, Meister Salomon? An meinem supergeheimen Spezialort. Seht her. Ideo! Kakushi-Tobira! Eine schöne Froschtür. Wow, er hat eine Tür aus dem Nichts herbeigezaubert. Ihr müsst durch die Tür, um die Prüfung der Stärke ablegen zu können. Und zwar in meinem kleinen Salomon-Stadion. Schick. Bist du bereit für die letzte Prüfung, Olli? Wir müssen es schaffen. Wir müssen einfach. Ich bin bereit. Kommt schon. Ich weiß noch nicht, ob ich bereit bin. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Was ist das im Hintergrund? Das sieht aus wie ein... Oh, okay, es ist eine Kerze. Oliver, alle! Kali. Das sieht schon sehr stark aus. Ich glaube nicht, dass ich mich noch gut konzentrieren kann, aber wir kriegen das schon hin. Nein, das war zu spät. Schaden. Hey Olli, das Tierchen hier hat einen riesigen Panzer auf dem Rücken. Ja, ich glaube, du greifst den besser von vorne an. Da ist mir schon klar. Aber er dreht sich halt immer weg von mir. Er steht eher auf weibliche Angreifer. Sie hat überhaupt kein Interesse an uns. Ich meine, wenn er kein Interesse an uns hat, können wir... Nein, du sollst nicht angreifen. Ach, Oliver.
Alter. Was da ist hinüber? Nein, nicht angreifen. Angreifen ist nicht so dein Ding. Bin ihm davon gehüpft. Ich hab verstanden. Das ist ein harter Brocken. Warum geht er immer vom Proviant wieder weg? Kriegen wir das Gefühl, wir machen doch keinen Schaden. Esther, würdest du wieder aufstehen? Das wäre sehr nett von dir. Kann ich dich wiederbeleben? Ich glaube nicht. Ja, ne? Das ist voll die gute Idee. Gut gemacht, Pompon. Nimm mal eine Kugelchen. Kugelchen. Ich will die gerne ausnehmen, die Kugelchen. Nein? Okay. Oh, jetzt verteidigen. Jetzt wäre verteidigen doch praktisch gewesen. Okay, ich muss mich erst daran gewöhnen. Renn, Oliver, renn! Der wäre durch damit. Wann er das einsetzt. Irgendwie kriege ich den Moment nie mit. Ja, erstmal will ich gut verhalten. Auch nur noch ein bisschen im Kreis. Dauert vielleicht wie immer ein bisschen länger, aber ich glaube, wir schaffen das schon.
Nein, ich wollte Verteidigung auswählen. Immerhin tötet uns das nicht komplett. Hey, ich muss die Kameraposition ändern. Knapp daneben ist auch vorbei, würde ich sagen. Oh. Du setzt das immer dann ein, wenn ich nicht verteidigen kann. Das ist sehr gemein. Ich mag dich nicht. Ich hoffe, du fällst bald um. Kein Bock mehr auf dich. Mich nicht irgendwas einzusetzen. Okay, der hüpft wieder. Mit Hüpfen kann ich umgehen. Weglaufen ist mein Spezialgebiet. Nein, warte, jetzt ist natürlich zu viel Verteidigung angesetzt. Auch nicht unbedingt. So, einsetzen. Davor habe ich Angst. Oh, ist okay. Nein, jetzt bin ich voll erwischt. Nein, Oliver, nicht. Das freut mich auch nicht. Okay. Jetzt ist alles wieder besser. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Du könntest mal ein paar Lebenskugeln schmeißen. Das würde mir gefallen. Oh, das hilft uns vielleicht sehr gerade. Wir kriegen dich noch klein. Wenn ich dann zaubern kann. Nein! Ich wollte gerade auch verteidigen. Komm, Oliver. Thank you.
Nein, Oliver. Dein Angriff taugt wenig. Ja! Oh. Das hat gedauert. Aber wir haben es geschafft. Auch ohne Esther. Die hat ja nur geschlafen. Geist des Tempels. Stufe 15, Stufe 15, Stufe 12, Stufe 11, Stufe 12. Ein klarer Kopf. In der Seite über Halikali. Hey, ihr habt die Prüfung der Stärke bestanden. Ja. Wir haben es geschafft, Oliver. Wir haben es geschafft. Nein, ich habe es geschafft. Das haben wir. Das war die letzte Prüfung. Ich habe sie alle bestanden. Oh, es gibt auch ein Geschenk zum erfolgreichen Abschluss. Hier. Wir haben jetzt eine Brücke. Also wir können jetzt eine Brücke machen. Ein Zauberbesen. Okay. Neue Zauber? Vielen Dank, Meister Salomon. Schick. Sehen sogar recht nützlich aus. Also die Brücke, ja, bei dem Besen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Natürlich sind sie das, Quatschkopf. Ich würde ja wohl kaum irgendwelchen Müll verschenken, oder? Jetzt aber Zeit für die Hauptattraktion. Mein Spezialgebiet. Vertraute, ich werde euch die Geheimnisse der Kreaturenzähmung beibringen. Ja, darauf haben wir gewartet. Kreaturenzähmung? Oh, das klingt interessant. Hey, du bist ein bisschen nervig, aber wenigstens voller Begeisterung. Okay, zuerst erzähle ich euch etwas übers Bezirzen. Was ist denn Bezirzen? Das wollte ich ja gerade erklären, Blödian. Zuallererst braucht man ein besonderes Instrument dafür. Ein Instrument? Das heißt also... Ja, überlass das mir, Oliver. Ich sollte dir erst eins geben, bevor wir weitermachen. Umbopa. Meister. Watschel, Watschel. Hi, das. Yay. Sie ist nicht nur schön, sondern auch nützlich. Du kannst darauf spielen, um Kreaturen zu zähmen und sie so zu deinen Vertrauten zu machen. Ist wahrscheinlich besser, es euch zu zeigen, anstatt es mühselig zu erklären. Ihr seid nun mal ein bisschen langsam. Oh, ich will die Tröte. Ich habe drei zähmbare Kreaturen vorbereitet. Wählt die euch am besten gefällt. Natürlich gefällt mir die Tröte. Nicht die Kröte, die Tröte. Ich muss sie die ganze Zeit angucken. Sie ist niedlich. Was gefällt dir am besten? Ich meine, das hellblaue gefällt mir auch. Das orange-gelbe ist ein bisschen einfach. Schon. Ja, euer Ehren. Du kannst Kreaturen während deines Kampfes zähmen. Versuch es mal mit denen. Und schaut nicht so ängstlich rein. Das sind meine Haustiere. Die greifen euch nicht an. Feiglinge. Aber wie zähme ich sie? Nun, wenn du Kreaturen besiegst, sind sie ab und zu dermaßen beeindruckt, dass sie sich glatt in dich verknallen. Wenn das passiert, erscheinen eklige Herzchen über ihren Köpfen. So wie die da. Ist das niedlich? Egal.
Wenn du die Herzchen siehst, ist es an der Zeit, ein Ständchen zu spielen, um sie zu bezirzen. Wenn du das nicht vermasselt, wird die Kreatur zahm und gesellt sich zu dir, um dich als Vertrauten zu begleiten. Das klingt ziemlich einfach. Es ist egal, wer die Kreatur besiegt, damit sie ganz gefühlsduselig wird und einen anschmachtet. Aber nur du kannst sie zähmen, Esther. Und da will ich mir Fernseher ausstellen. Also, wenn wir wollen, dass die Kreatur sich uns anschließt, muss Esther die Melodie spielen. Das habe ich doch gerade gesagt, oder nicht? Schluss mit den blöden Fragen. Versucht es einfach. Also, der Weise gefällt mir. Ich find ihn gut. Ja, euer Ehren. Aber welche sollen wir wählen? Warum müssen wir wählen? Verdammt, kann er uns nicht... Ach nee, ist das Tröpfchen. Okay. Warum müssen wir wählen, verdammt? Kann er uns nicht alle geben? Der olle Geizkragen. Wo liegt das Problem? Die Qual der Wahl, was? Schön, wenn ihr genug gestöhnt und gemeckert habt. Sagt mir einfach, welche Kreatur ihr vollkommen gratis haben wollt. Die da. Ich meine, ich will mir den da auch nochmal genau angucken. Na, der ist auch niedlich. Den finde ich ein bisschen einfach, aber die Kröte, die ist absolut der Burner. Babu, bibu, ba, ba, Petra tröt. Dieser doof dreinschauende Kerl schimpft sich Trompetzer. Ja, so sieht er auch aus. Oh. Er hat eine gute Verteidigung, einen starken magischen Angriff und kann Feinde in Schlaf versetzen. Er ist ziemlich vielseitig, möchte ich meinen. Du solltest auf jeden Fall eher die Kreatur nehmen, als die beiden anderen. Die sind nämlich Müll. Das sagst du wahrscheinlich über die anderen auch. Aber ist mir egal, ich will die Tröte. Ach so. Und wie geht's jetzt weiter? Den will ich haben. Ach so, hast du dich schon entschieden, welcher dein neuer Vertrauter sein soll? Ja, schon 5-mal. Bereit? Es schadet wohl nicht, wenn wir die Kreaturen in einem Kampf zähmen, so wie du es gewohnt bist. Falls ihr es vergessen habt, das bedeutet, ihr müsst die Kreatur vermöbeln und dann müsst sie Esther auf ihrer Harfe bezirzen. Und macht euch nicht in die Hose. Ich habe ihnen befohlen, euch nicht anzugreifen, damit ihr Schwächlinge euch nicht erschreckt und euch davon macht. Jetzt auf zum Schlachtfeld. Das ist so süß. Also gut, Tochter des Rashid, bist du bereit? Du bist die Einzige, die diese Harfe spielen kann. Probier sie am besten gleich aus, ja? Gut, hör zu. Wir haben hier 3 Kreaturen. Mach eine davon zu deinem neuen Vertrauten. Du weißt, wie man eine Kreatur zähmt, oder? Als erstes musst du sie im Kampf besiegen. Die da sind Freunde von mir. Hab ihm gesagt, sie sollen sich nicht wehren, wenn du angreifst. Na komm schon, verpass deinem neuen besten Freund eine Tracht Prügel. Machst du überhaupt Schaden? Ja, machst du. Das könnte eine Weile dauern. Das Vieh greift nicht mal an und das ist schon sehr gemein. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich auch was anderes machen, als es normal anzugreifen. Aber ich will ihm nicht wehtun. Das kannst du eigentlich noch. Tri, tra, tralala. Okay, das heilt. Gut zu wissen. Mach aber nur... Also ich meine, sie greift nur mit 1 an. Sie macht sehr sanfte Angriffe. Ach Gott, guck mal. Seine Tote hängt schon runter. Jetzt kann man sich das mal in Ruhe angucken. Schau sich das mal einer an. Steht einfach wieder auf. Kreaturen tun das manchmal, wenn du sie fertig machst.
Siehst du die doofen rosa Herzen über dem Kopf? Das heißt, unser Freundchen hier ist zähmbar. Sieht Esther so ein Herzchenvieh in ihrer Nähe, kann sie den Herzbefehl benutzen. Dann kann sie mit einem Liedchen. Dann kann sie es mit einem Liedchen bezirzen oder wieder in die Wildnis entlassen. Aber wenn du dich nicht schnell entscheidest, läuft das Vieh so oder so weg. Ich hab denen da gesagt, sie sollen nicht flüchten, weil ihr Anfänger seid und ihr nichts taugt. Witzig. Ja, wir haben den Trompetzer. Trompi. Sowas in der Art hatte ich auch im Kopf, aber... Nehmen wir denn mal Schönes. Nein, ich will nicht alles in Großbuchstaben schreiben. Wie das noch? Oh, das wollte ich auch nicht. Das ist spannend. Trompeter. Das ist schon wahr, hätte man machen sollen. Trompeter. Trompeter finde ich witzig. Aber ist auch nicht das, was ich will. Ich habe nur vergessen, wie ich auf kleinen Buchstaben wechsle. Ging das noch? Weißt du, was es ging? Kann sich irgendjemand erinnern, wie ich das... Ah, da. Steht hier unten. Warte, ich muss erstmal wieder groß. Das habe ich vergessen, wie ich ihn nennen wollte. Trönte. Was meinst du? Ist Trönte schön? Okay, dann heißt du jetzt Trönte. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Kreatur gezähmt. Hey, das war wohl nicht allzu schlecht fürs erste Mal. Wie gesagt, es ist egal, wer die Kreatur besiegt. Aber nur Esther kann die Melodie spielen, um sie zu zähmen. Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr mehr Vertraute wollt. Ist für egoistische Dummköpfe wie euch sicher schwer, aber ihr müsst es versuchen. Ja, Meister Salomon, wir verstehen. Toll, Esther, oder? Oh, und ihr könnt neben denen, die ihr im Kampf einsetzt, noch bis zu 3 weitere Vertraute dabei haben. Schick, aber was passiert, wenn wir übergriffig werden? Übereifrig werden, so rum. Entschuldigung, nicht übergriffig. Aber Tröpfchen traue ich es zu. Und mehr Vertraute zähmen, als wir unterbringen können. Dann müsst ihr mit meinem kleinen Freund reden. Seht mal darüber. Ist das eine Vertrautentonne? Was für ein seltsames kleines Kerlchen. Ist der auch ein Vertrauter? Sei kein Dummkopf. Das ist ein Schlupfloch-Serviceberater. Aha. Der nimmt dir alle Vertrauten ab, die du gerade nicht brauchst, und kümmert sich im Schlupfloch um sie.
Oh, das ist ja praktisch. Dann wirst du wohl ganz schön beschäftigt sein. Was ist da? Ich freue mich schon darauf. Ich bin schon gespannt, welche Kreaturen es da draußen gibt, die ich zähmen kann. Ihr findet Schlupflöcher in jeder Stadt, die ihr besucht. Und selbst an einigen gefährlichen Orten. Ja, der PC. Ich glaube, ich habe auf unserer Reise schon ein paar gesehen. Moment, sieh nur, dein Vertrauter ist bereit für die nächste Stufe der Evolution. Oh, cool. Wir machen so coole Sachen und wir sind beide nur alleine. Also echt, die Leute verpassen was. Evolu... was? Meine Güte, muss ich euch das auch noch erklären? Ihr wisst ja gar nichts. Schön, ich werde euch etwas über die Evolution beibringen. Aber ich brauche erstmal eine Pause, gut? Ach, wenn ich das auch noch erklären soll, kriege ich einen Krampf in der Zunge. Ja. Und dann stecken wir sie alle in die Tonne. Speichern jetzt erstmal. Der Junge hat gesagt, er braucht eine Pause und dann, Hey, Salomon hat noch mehr zu erzählen. Mann. Wo sind bloß deine Manieren? Aber ich wollte ihn noch mal sehen. Okay, ich habe gespeichert. Bis jetzt hast du was getrunken. Schön. Zeigt euch etwas über die Evolution beizubringen. Ist ganz schön schwierig. Ich hätte vielleicht doch was trinken sollen. Ist ziemlich langweilig. Passt also gut auf. Ich erkläre es nur einmal. Du siehst, dass dein Vertrauter bereits zur Evolution ist. Und dafür brauchst du sowas hier. Ein Sonnentropfen. Ist das eine Art Leckerei? Das ist nicht bloß eine simple Leckerei. Jetzt versuch es einfach, okay? Ich habe keine Lust mehr zu reden. Füttere deinen Wicht damit. Im Kreaturenkäfig? Okay, ich versuche es. Oh, da. Ja. Wir können es machen. Dann wird da ein Wunderwicht. Ja. Das klingt schmerzhaft. Oh, guck mal. Pompom ist jetzt ein Teenager. Kann er einen Trick mehr benutzen. Super! Seht euch meinen Vertrauten an. Das ist Evolution. Wenn ein Vertrauter groß genug geworden ist, kannst du ihn mit speziellen Leckereien füttern, damit er einen Wandel durchmacht. Evolution. Kapiert. Wenn Vertraute eine Evolution durchmachen, werden sie stärker, sehen anders aus und lernen bessere Tricks. Sie können dann auch mehr Edelsteine verputzen, also kannst du ihnen noch mehr Tricks beibringen. Welche Leckerei du einem Vertrauten geben musst, um eine Evolution auszulösen, hängt von seinem Zeichen ab. Da wärst du allein nie drauf gekommen, was? Ja, schon so ein bisschen. Das Ding hat bestimmt nicht geschmeckt. Ach ja, noch eine unschätzbare Weisheit, die du dir nicht verdient hast. Wenn Vertraute die Evolutionsleiter hochklettern, wird ihre Stufe auf 1 zurückgesetzt. Aber das heißt nicht, dass du wieder ganz von vorne anfangen musst. Wenn du sie hochstufst, werden sie viel stärker sein als vorher. Es ist deine Entscheidung, ob du deine Vertrauten eine Evolution durchmachen lässt oder nicht. Es gibt Idioten, die belassen es lieber dabei. Mir ist es egal. Sonst muss ich euch aber nichts mehr erklären, oder? Ihr wisst jetzt genug, richtig? Ja, Meister Salomon. Gut, ich hasse es, das alles zu erklären. Wenn ihr die ganzen langweiligen Einzelheiten nochmal hören wollt, fragt einfach den langweiligen, sprechenden Stein, den ihr mit euch rumschleppt. Jemand meinen Namen erwähnt? Ja. Es ist wie seine Überragendheit sagt. Ich kann seine Erklärung jederzeit detailgetreu wiedergeben. Ihr müsst mich nur fragen und
Langweilig. Ja, du hast dich kein bisschen verändert. So, ihr wisst jetzt jedenfalls, wie alles funktioniert. Ihr könnt losziehen, haufenweise Kreaturen zähmen und sie eine Evolution durchmachen lassen. Vielen herzlichen Dank, euer Ehren. Danke, eure Überragenheit. Gut, wohin nun? Können wir schnell zurück nach Alphuwaid? Ich will nachsehen, wie es meinem Vater geht. Sicher. Wir können ihn auch nach den anderen großen Weisen fragen. Auf Wiedersehen, Meister Salomon. Danke für alles. Ach, ist nicht der Rede wert. Im Ernst, haltet die Klappe und verschwindet. Ich werde dich vermissen, kleines grünes Männchen. Erst speichern wir. Und dann will ich jetzt das da nochmal sehen. Hallo, hallo, hallo. Ich bin dein sympathischer Schlupfloch-Service-Berater. Schön, dich zu sehen. Sag einfach Bescheid, wenn dir ein Vertrauter zur Last fallen sollte. Wir können bis zu 400 von den kleinen Rackern bei uns aufnehmen. Und weil du uns heute zum ersten Mal mit deinem Besuch beehrst, erhältst du ein ganz besonderes Geschenk. Du Glückspilz. Viel Spaß damit. Sud des großen Weisen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das haben möchte. Oh, drei Riesensonnentropfen. Und Sternentropfen. Und Mondtropfen. Und Planetentropfen. Cool. Hallo, hallo. Jetzt können wir noch viel mehr. Oh, er ist so niedlich. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, ob man die Fee am besten abgibt. Das ist Trönte. Ich mag Trönte. Kann den Frostspeer geben. Ich meine, warum nicht? Jetzt habe ich keinen Speer mehr für dich. Ich brauche nichts mehr. Wir hatten ihm das Küchenmesser gelassen, aber du kriegst jetzt das. Kleines Fröschlein. So, gespeichert haben wir. So. Wir müssen auf jeden Fall noch in die Stadt zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Und ja, genau, wir müssen in die Stadt zurück, weil wir müssen unsere Vorräte wieder auffüllen irgendwann. Und vielleicht kann man ja irgendwie auf dem Weg was zähmen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Was rumpelt und pumpelt denn hier so, Olli? Ist aber nicht dein Magen, oder? Du meine Güte, seht nur dort drüben. Okay. Das ist normal. Verflucht, das ist übel. Oh nein, die Qualmhöhe bricht aus. Die Qualmhöhe? Ein Vulkan westlich von Alphuwaid. Und zwar ein richtig großer Brocken. Bin ja kein Wissenschaftler, aber ich denke, das ist der Grund dafür, dass die Gegend hier so schön warm ist. Aber die Qualmhöhe sollte nicht ausbrechen. Da steckt ein riesen Fels im Krater, um genau das zu verhindern. Oje. Denkst du, der hat sich irgendwie gelöst? Nach hunderten von Jahren? Nee, da muss jemand nachgeholfen haben. In den alten Geschichten steht nichts davon, dass er sich jemals gelöst hätte. Dann haben wir es also mit einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu tun, oder nicht? Verflucht,
Alkoweit könnte in Gefahr sein. Wir müssen zur Qualmhöhe. Nein, müssen wir nicht. Was? Wir müssen den Fels wieder an seinen Platz bringen und verhindern, dass der Vulkan ausbricht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Da oben ist es schweineheiß, Mann. Die Wüste hier ist saukalt im Vergleich. Von uns wird bloß ein Häuflein Asche übrig bleiben. Aber hast du mich nicht hergebracht, um die Welt zu retten? Wir müssen los, wir müssen Alkoweit retten. Er hat recht, wir haben die Prüfung bestanden. Oder nicht? Wir können es schaffen. Oh, ihr kleinen Prachtkerle. Das treibt sogar einer erwachsenen Fee die Tränen in die Augen. So weit habt ihr es gebracht. Na gut, ich bin dabei. Retten wir die Lage. Los auf zur Qualmhöhe. Genau, gehen wir. Nein, gehen wir nicht. Wir gehen... War die Stadt gleich? Sie sieht alles gleich aus. Da, ich sehe sie. Sie ist sehr versteckt. Aber wir können erst mal gucken, ob wir... Ja, gehen wir plündern. Kämpfen wir ein klein bisschen. Herzchen. Oh, verdammt, das ist gelaufen. Man sollte Esther im Auge behalten. Ich will gern Trönte haben. Ich meine, Esther hat sie sich verdient, aber ich würde gerne Trönte haben. Mit den Zähnen muss ich ja ein bisschen üben. Vielleicht sollte man auf Esther gehen. Und Trönte ein bisschen. Oh, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das ist klein. Nee, das heile? Ich will heilen, ich weiß gar nicht. Ich heile Oliver mal. Oliver, die harte Arbeit machen. Fangen wir uns die Bananen, Bababin, Babambino. So viele Level-Ups. Ja, ich möchte den behalten. Staudi! Babani, Promi, Grünchen, Stauli. Ich nenne dich, also wenn ihr keine Vorschläge habt, nenne ich dich. Ah, Bronco. Oder nur Bronco. Irgendwas nicht so langes. Vielleicht nenne ich dich nur Bronco. Musa. Soll ich denn eher Musa nehmen oder bleiben wir beim Bronco?
Lieber meine Namensauswahl. Dann können wir erstmal keinen aufnehmen. Nein, das glaube ich nicht. Meine Musa ist auch cool, aber ich weiß nicht. Für so bullige Viecher klingt das eher falsch. Wir können gerade keinen Vertrauten aufnehmen. Geh weg. Wir müssen erst Vertraute in die Kiste schmeißen. In den Gulli. So, wo war jetzt gleich das Hotel-Ding? War das hier? Ja. Oh. Sieh mal eine an. Obwohl, ich will noch keinen abgeben. Wir haben jetzt gerade alle Vertrauten voll. Wir gehen jetzt ins Hotel. Oder gehen wir erst einkaufen? Wir gehen erst einkaufen. Damit ich das gleich wieder nicht weiß, wo das Hotel ist. Oh. War die schon immer da? Gut, dass die uns mit Weißbrot versorgen. Jederzeit. Kann ich noch mal einkaufen? War das hier? Nee. Da kümmern wir uns auch noch drum. Am besten, bevor wir den Vulkan machen. Also würde ich sagen, am Mittwoch. Nee, Donnerstag. Entschuldigung. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ich finde die Stadt noch ein bisschen verwirrend. Ja, das wollte ich dann noch machen. Kann ich bei dir was kaufen? Stoffe vielleicht? Warte da. Gucken mal bei Huhu. Möchte kaufen, ja. Schlafstörer, Phönixfeder. Sollten wir uns aber erstmal versorgen mit dem Kram. Und dann haben wir kein Geld mehr. Wir verdienen zu wenig. Oder warte, können wir irgendwas Unsinniges verkaufen? Haben wir überhaupt irgendwas Unsinniges? Ich habe noch keine Ahnung, was unsinnig ist, also verkaufen wir erstmal nicht. Aber gut, wir haben ein paar Mana-Tränke, die sehr wichtig sind. Und ein paar Weißbrote, die man irgendwie überall findet. Ja, ich weiß. Amulett, ich weiß. Das machen wir, wenn wir es brauchen. So. Und dann stellen wir uns vor die Box. Und schauen uns nochmal ein bisschen um. Kreaturenkäfig. Also, der hat ein Sonnensymbol. Der hat einen blauen Stern. Ich frage mich nur, wo kann man erkennen, wenn die bereit sind zur Evolution? Also die beiden haben das blaue Symbol. Der hat die Sonne, der hat einen Mond. Also ist das, glaube ich, der Stern, hä? Ich mag Trönte. Oh mein Gott. Also wir haben echt viele mit Sternen. Wir sind ein sehr unausgeglichenes Team. Nein, eigentlich sind wir zu... Nein, wir sind sehr unausgeglichen. Wir brauchen mehr Symbole für jeden. Oder wir müssen herausfinden, welche Symbole für wen am besten sind. Hm.
Aber mich würde interessieren, ob der mir sagt, das kann er jetzt nicht essen. Aber ich habe Angst, es einzusetzen. Es könnte sonst weg sein. Du bist auf Level 13, du bist auf Level 14. Welches Level war das nochmal? Gab es da irgendwie ein Level für alle? Das ist Level 12. Die beiden sind noch nicht sehr weit. Sei nicht so ungeduldig. Hier. Magischer Angriff, magische Verteidigung. Magische Verteidigung. Hier. Genauigkeit. Flinkheit. Und kleine Flinkheit. So. Ich meine, ich kann es ausprobieren. Okay, also der zeigt mir an, ob es geht oder nicht geht. Ohne dass man irgendwie Verlust hat. Dann können wir das ausprobieren. Nein, er will das nicht. Ja, das habe ich auch gelesen. No. Das Ding ist so seltsam. Jetzt haben wir Trönte. Ja. Trönte ist so niedlich. Ich möchte eins. Hier, du kriegst die Sammlung der seltsamen Viecher. Wir kriegen die coolen Viecher. Ich meine, eigentlich müssten wir ihr dann das Vieh wegnehmen und gegen den Affen tauschen. Weil der ist so am uncoolsten. Aber wer weiß, was wir noch finden. So, man müsste das, um weiter zu bezirzen, müsste man das Team, glaube ich, ein bisschen leerer machen. Aber ich glaube, das machen wir dann beim nächsten Mal. Oh, warte, wir haben ja kein Geld mehr. Oh nein, wir können nicht übernachten. Verdammt. Was machen wir dann? Wir können nie wieder schlafen. Ich muss irgendwas verkaufen. Ich habe vergessen, dass Übernachten Geld kostet. So schnell kann das gehen. Wow. Man könnte das Ding verkaufen, dann wären wir schnell reich. Und das ist wahr. Verkaufe das da mal. Okay.
will doch nur übernachten und speichern. Damit man alles dafür auf sich nehmen muss. Eigentlich wäre es schon verlockend, diesen Trank zu verkaufen. Aber ich weiß nicht, ob man den für irgendwas braucht. Fortschritt speichern, ja, auf jeden Fall. So. Jetzt bleibt noch eine Sache, die wir klären müssen. Soll ich alleine zurück in das andere Gebiet gehen und versuchen, alle Viecher da zu fangen, zu bezirzen, wie auch immer? Oder soll man das zusammen machen? Weil ich meine, das Bezirzen ist nicht unbedingt irgendwas Besonderes. Also es ist schon besonders, wenn man dann die ganzen Monster hat, aber... ja. Ob sich das dann halt lohnt. Okay. Das ist eine gute Sache. Dann kann ich nämlich ein bisschen das Team trainieren, also zumindest Esther versuchen ein bisschen hochzuziehen. Und dann halt die Viecher vorstellen. Mit Namen, meinst du mit Spitznamen oder mit den originalen Namen? Ich glaube mit den originalen Namen, weil die sind witziger. Dann würde ich sagen, am Donnerstag machen wir dann in der Stadt ein paar Nebenmissionen, bevor wir uns dann aufmachen zu dem Vulkan, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Qualmhöhe. Gut, dann haben wir heute echt viel geschafft. Das fühlt sich voll gut an. Ja, dann gute Nacht und bis Darren. Schlaft schön. Ihr wisst, wie es geht. Ich freue mich auf Donnerstag.